Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. So, wir sind immer noch bei dem Schloss. Und ich bin immer noch, also der geht nur im mittleren, dann muss ich den definitiv für den mittleren nehmen. Sieht mir an dem blauen. Und welchen, habe ich nicht einen Einser schon angepasst dafür? Nee, habe ich nicht. Dann schieben wir den jetzt mal hier hin. So. Das müsste sein, oder? Gut. Die zwei sind weg. Gut, gut. Nehmen wir uns jetzt mal den ersten inneren Ring vor. Da würde der hier reinpassen. Und noch der andere Einser. Das sind nur drei, oder vergucke ich mich gerade? Oh. Der hier ist so, dann sind die zwei und der hier schon mal weg. Und ich habe den inneren Ring und den mittleren da gelöst. Gut. Mal ganz kurz gucken. Nee, den habe ich für den äußeren Ring genommen. Gut. Jetzt brauche ich den Ring in der Mitte und den äußeren Ring noch. Und zwar ohne die zwei und den hier. Jawohl, den kann ich in den mittleren Ring reinsetzen. Oder in den äußeren. Warte mal, ich mache den auch mal weg und versuche es mit den anderen. Vielleicht ist es besser. Ist der hier auch weg? Gut, dann habe ich noch den hier. Welchen Ring brauche ich denn jetzt? Oh Gott, ich bin zu verwirrt. Ist das kompliziert? Der hier passt schon mal rein. Wir müssen jetzt den mittleren Ring lösen. Der hier. Und dann sind da unten noch der hier. Boah, passt das jetzt? Oder bin ich? Ich glaube, das geht. Ich gucke nochmal kurz drüber. Den inneren. Den mittleren. Ich traue mich noch nicht, einen reinzumachen. Ich habe voll Angst, das ist für Kack. Aber wir kriegen es sonst nicht hin. Wir müssen jetzt mal anfangen. So. Da hätte ich es doch noch letzte Folge fertig machen können. Da hatte ich es fast. Wie habe ich denn den hier gelöst? Ah, okay, mit denen zwei. So. Jetzt dürfen wir keinen Fehler machen. Der macht die vier. Und dann brauche ich noch einen Einser. Ja. Och. Och, das war einfacher als das erste Meisterrätsel, was ich gelöst habe. Das erste war echt noch. Das war jetzt schon hart. Gut, ich glaube, weil ich die in der letzten Folge hatte ich ja schon zwei Ringe gelöst. Und habe mir die schon hingepasst. Puh. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Aber immerhin 20 Erfahrung. Oh, noch ein Meisterding. Ach du Kacke.
Der geht nur außen rein. Dann würde ich auch sagen, dass mit den Nehmen gibt es noch einen, der vielleicht nur außen rein geht. Auch so passen. Ah, okay. Gut, dass ich ihn nicht direkt reingehauen habe. Da müssen wir jetzt mal gucken. Es ist natürlich blöd, dass der auf zwei Arten reinpasst. Ja. Das ist schwierig, nach dem Ausschlussverfahren zu gehen. Was haben wir noch an? Was haben wir noch im Angebot? Saubere Sache wären zwei Vierer. So. Geht es? Nee, das geht nicht mit den zwei. Aber das sind die einzigen, die nur außen passen. Also darf ich außen keinen Fehler machen. Passt auch nur außen, jetzt bin ich wahnsinnig. Ey. Oh Gott. Doch so, mit den Zweien. Vielleicht nehmen wir die auch schon mal weg. Gut. Sehr gut, sehr gut. Der passt jetzt nicht mehr. So, wo passt der überall rein? Der passt nur hier rein. Jawohl. Der passt auch, glaube ich, nur so, oder? Ah, wohl, hier oben könnte er auch hinpassen. Der passt auch schon wieder an zwei Stellen zum Kotzen. Müsste ich mir hier im Einser aushelfen, glaube ich. Noch einen Stick durchschalten, ich muss gar nicht mehr den Knopf drücken. Und ich den so. Der passt aber überall. Den darf ich jetzt nicht verschwenden, glaube ich. Ich habe ganz schön viele, die nicht mehr passen. Passen beide nicht. Oh, mies. Mies, mies, mies. Hier müsste dann ein Einser rein. Der passt nur in der Mitte. Ich mach's lieber so. Gelöst. Ein Einser weg. Ein Einser habe ich noch. Schwierig, schwierig. Gut, der passt nur hier. Passt der hier? Das wäre ja gut. Passen beide nur noch hier, oder? Welche waren das jetzt wieder? Die zwei. Jawohl. Okay, diese blauen Ringe sind echt gut. So. Das mittlere habe ich eigentlich mit dem hier und dem Einser gelöst. Was ist das
Innere lösen. Ja doch, so und dann den Zweier da drüben, oder? Jo. Jo. Perfekt. Stimmt das auch wirklich? Ja. Nice. Also die Dinge haben es echt in sich. Was liegt da? Da liegt so ein Scheiß drin. 500. Hätte nicht ein bisschen mehr reinpacken können. Nur Leiterplatten. Elend. Das ist noch ein Safe. Ach so, das war der Meister-Safe. Gut. Ich glaube, dann haben wir alles. Schwer verbarrikadiert hat er seinen Krempel hier. Allheilmittel. Was ist denn das Gutes? Heilt all Leiden. Verbraucht das O2 vollständig. Ja, gib mir das. Alles Hässliches hier auf seinem Raumschiff hatte. Was haben wir da noch? Entnommene Organe. Ach, das ist wieder Schmuggelware. Ich hätte einen Schmuggler werden sollen. Masko, geh mal weg da. Das habe ich schon gelootet, glaube ich. Oh, ein schöner Rucksack. Was ist das? Ja, die Anna hat zwar gesagt, ich soll ihn einfangen, aber wie hätte ich es machen sollen? Der hat sich einfach abgeknallt. Eine Ebenwaffe hatte ich jetzt auch nicht am Start. Aber ich habe ihn nicht abgeknallt, also alles gut. Gut, ich habe ein bisschen lang rumgemacht, als ich die AM-Waffe gesucht habe. Aber kann man nichts machen. Scheiß auf ihn, war ihn was dort. Sarah wollte irgendwas von mir. Wie kann ich dir helfen? Hast du was Gutes für mich, Sarah? Habe ich. Das ist für dich. Stimulanz aus einer Wurzel. Danke, Sarah, Ciao. Für nichts. So schläft er in meinem Bettchen. Ich wollte ihn jetzt fragen, ob er auch was für mich hat. Naja, was soll's. Wir haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Und haben noch miese Schlösser geknackt. Das ist echt... Das ist hart. Und dafür habe ich geskillt, damit ich die scheiß Meisterdinger da aufmachen kann. Entkoppeln abgeschlossen. Mein Kraftantrieb ist im Arsch. Kann ich das reparieren? Ach ja, ich konnte es reparieren. Das Schild für Antrieb ist blöd, lieber. Antrieb für Antrieb. Jetzt habe ich eine krasse EM-Kanone noch drin und mein Schiff ist noch besser. Ich will nur mal kurz gucken. Hier waren ja viele zerstörte Dinge. Und Mineralienvorkommen. Kleine Dinger, da kann ich kaputt machen, wenn ich sie sehe. Komischen Bomben.
Als wäre damit. Teilchengeschütz. Was ist ein Teilchengeschütz? Schnell. Habe ich es geschafft? Ich glaube. Der alte Bau. Schiffslevel 50. Im alten Bau gibt es so bestimmt auch noch was Gutes. Wir gucken uns nochmal im alten Bau um. Kann ich da andocken? Andocken. Ein Stückchen rückwärts. Ich glaube, ich kann nicht andocken am alten Bau. Das war das eben. Upsi. War es nicht so gut, da dran zu rammen. Nee, ich kann nicht hin zum alten Bau. Mir nur mal so ein Teilchengeschütz angucken. Sachen zu rum. Okay, was soll's, ab nach Alpha Centauri. Kraftantrieb bereit. Scanner, ich bin euer Mann. Scan abgeschlossen. Landefreigabe für New Atlantis erteilt. Viel Spaß bei deinem Besuch auf Jamison. Danke.
Ja, muss. Entweder hat er sich abknallt oder er hat Gift geschluckt, aber ich habe keinen Schuss gehört. Also hat er sich, glaube ich, vergiftet oder so. Naja, was soll's. Berichten wir Victis von der Sache. Warum bin ich denn jetzt hier? Ich muss so in den Mess District. Ach, da kann ich auch mal kurz mit Tuda reden. Wegen dem anderen Typi da. Aber ich glaube, der Tuala wird mir was erzählen, wenn ich da jetzt hinkomme und frage den nach einer Beförderung. Die haben den ja steinbar strafversetzt. In den Bau. Ja, warte, wie Victis. Ich will erst mit dem anderen da reden. Tuala ist doch hier unten, der Vanguard-Captain. Aber für die Vanguard brauche ich sogar gar keine Aufgaben mehr machen, weil ich bin schon eingebürgert. Captain, Admiral Logan hat mir von deiner Heldentat berichtet. Die ganze Stadt steht in deiner Schuld. Also, was gibt's? Bastion Graff schickt mich. Ich soll mit dir reden. Okay, das kommt überraschend. Sag nichts mehr. Ich weiß, worum es geht. Er ist auf eine Beförderung aus. Am liebsten will er auf ein Kommando mit einem neuen Schiff und einem großen Büro versetzt werden. Kennst du ihn gut? Was hältst du von ihm? Er scheint ein wenig arrogant zu sein. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Geduld zählt eindeutig nicht zu seinen Stärken. Die ständigen Nachrichten waren schon viel, aber jetzt schickt er sogar schon Leute her. Also gut. Jemand in der Vanguard gab mir neulich einen guten Rat. An den werde ich mich halten. Bitte bring Bastion diese Nachricht von mir. Die Führung der Vanguard steht voll dahinter. Er wird der erste und einzige Träger einer neuen Belobigung sein. Hoffentlich weiß er diese große Ehre zu schätzen. Bitte grüß ihn von mir. Was ist das? Kannst du mir mehr über diese United Colonies System Defense sagen? Du kannst sie einfach SysDef nennen. Machen alle. Sie sind für den Kampf gegen die Crimson Fleet zuständig. Gegen die Piraten also. Ist eine ziemliche Aufgabe, die Handelsklasse der Galaxie vor Tod und Verstümmelung zu bewahren. Also sind sie ständig unterbesetzt. Sie arbeiten vom Schiff UC Vigilance aus. Aus der Unterstützungsanfrage ging allerdings nicht klar hervor, was genau deine Aufgabe wäre, falls du beschließt, ihnen zu helfen. Okay. Danke, Bro. Schönen guten Tag. Willkommen in den UC. Untersektion 7. Für spezielle Gefangene. Hier habe ich einst meinen Schlossknack-Skill perfektioniert. Jetzt könnte ich es bestimmt noch besser machen mit dem Helm. Ich kann mich einfach unsichtbar machen. Tiu, tiu. Zurück, Captain. Gibt es Neuigkeiten über Dr. Orlais? Ich wollte ihn festnehmen, aber er hat sich das Leben genommen. Sieht ihm ähnlich. Er hat Konsequenzen schon immer gescheut. Du erwartest doch hoffentlich nicht, dass ich dir einfach glaube, oder? Ich habe das hier, seine ID. Ausgezeichnet. Leg ihn bitte im Transfersystem ab. Transfer akzeptiert. Wie er noch die Strippen zieht von da hinten. Er hat es all die Jahre behalten. Er hat voll die Wohnung. Manche konnten diese alte Welt einfach nicht loslassen.
Ich habe vor die edle Wohnung eingerichtet. Sehr gute Arbeit, Captain. Ich kann dafür sorgen, dass die übrigen Teammitglieder zum Hauptquartier der Red Devils finden. Außer einem. Den wirst du leider selbst abholen müssen. Sein Name ist Kaiser. Du findest ihn auf der Freestar-Welt Nira. Irgendwo auf dem Schlachtfeld. Das Gebiet war während des Kriegs Ground Zero für den Einsatz von Xeno-Waffen. Also bereite dich dementsprechend vor. Du meldest dich besser beim Major und Dr. Walker, bevor du dich auf den Weg machst. Kaisa wird Sicherheitsprotokolle haben, die du nur mit ihrer Hilfe überwinden kannst. Kaisa? Der heißt so einfach Kaiser? Sicherheitsprotokolle? Moment, ist dieser Kaisa ein Roboter? Ein militärisches Model A, ja. Er wurde im Koloniekrieg speziell auf die Bedürfnisse der Xeno-Einheit zugeschnitten. Eine mächtige Ressource, wenn alles klappt. Den will ich in meine Crew. Warum hilfst du uns bei dieser Sache? Ich habe mein Leben den United Colonies gewidmet, sie mit jeder Faser meines Seins beschützt. Ich gab ihnen sogar meine Erben. Meine Situation hat sich verändert, meine Ziele jedoch nicht. Danke für das. Schon gut. Wir beschützen die Galaxie, Captain. Wir sollten alle verfügbaren Werkzeuge nutzen. 3000 Credits hat er mir die rübergegeben. Das geringere Übel. Statt der Hadrian-Bericht. Upsi, nein. Ich will nicht schon wieder ein Verbrecher sein. Wenn, dann gehe ich in die Knie. Und dann bin ich ein Verbrecher. Das ist nur ein Lehrlingsschlosser. Jetzt können wir es mal auf Level nehmen. Sollen die reinpassen? Haha, der Unsichtbare, er schlug zu. Jetzt schon alles offen ist. Ist noch eine Tür. Oh, langweilig. Einfach im Hochsicherheitstrakt alle Schlösser geknackt. So jetzt gemacht. Oh, die kann ich nicht. Aber die anderen habe ich, glaube ich, alle aufgebrochen. Die hier geht noch. Macht irgendwie schon Spaß, die Dinger zu knacken. Okay, der geht nur innen. Der geht nur außen. Oh, die gehen beide nur außen. Der geht natürlich überall.
Kann ich den fürs Mittlere nehmen? Brauche ich aber im Mittleren noch den Einser. Ach, den habe ich zweimal. Der passt auch überall rein. Das ist ein guter Schlüssel. Ach, wir machen jetzt mal Risiko. So. Kann ich schon hinkriegen, oder? Sieht ja gut aus. So, und den Einser, ja. Easy. Ja, ich glaube, mit der Unsichtbarkeit ist es noch besser. Oh, hier liegt mal was. So ein paar läppische Credits. Das Militär beklauen. Das ist mir nicht wert. Ich wollte nur den Skillpunkt haben. Und einfach zeigen, dass ich alle Türen knacken kann, wenn ich Bock drauf habe. Und welche Quests sind gerade an? Wo ist denn die Hadrian? Warum soll ich zur Netthaltestelle? Ist sie auf einem anderen Planeten? Hadrian. Sie heißt ja Hadrian. Erstmal gucken, ob sie überhaupt hier auf dem Planet zu finden ist. Natürlich nicht. Gut, da können wir auch direkt hier hingehen. In Cydonia. Ach, im Hauptquartier der Red Devils. Stimmt ja, das Hauptquartier der Red Devils wurde ja als Stützpunkt gewählt. Willkommen zurück. Du warst so lange weg, dass ich schon dachte, du wärst versetzt worden. Wie fühlt es sich an, ein Bürger zu sein? Eigentlich fühlt es sich fast genauso an wie vorher. Wie du meinst. Ich erinnere mich noch an die Zeremonie. Stand mit 19 Jahren auf dem Vordeck vom Mast, sah die ganze Stadt. Einer der stolzesten Tage meines Lebens. Aber es ist toll, dich wieder hier zu haben. Wir haben die Terromorph-Daten analysiert und... Nun, wir werden jede Hilfe brauchen, die wir kriegen können. Diese Protokolle sind noch gründlicher, als ich sie in Erinnerung hatte. Genetik, Populationsdaten, selbst die verdammte Nahrungskette. Ich hatte zum Beispiel völlig vergessen, dass es mal eine Kreatur gab, die Terromorphs fraß. Im Moment haben wir durch diese Daten jedenfalls mehr Forschungsoptionen als verfügbare Leute. Was für ein Monster frisst denn bitte Terromorph? Naja, Fraß. Diese große, schwerfällige Kreatur ist vor Jahrzehnten ausgestorben. Sie hieß Aceles. Das würde ich gerne genauer erforschen, wenn wir die nötigen Leute dafür hätten. Nun, dann wird es dich bestimmt riesig freuen, dass dein Forschungsteam auf dem Weg hierher ist. Das wäre ja mal der Hammer, was? Moment, ist das etwa dein Ernst? Ich mach doch keine Witze. Im Ernst? Unser Forschungsteam? Das ist unglaublich. Das beschleunigt alles. Wenn sie zurück sind, werden wir... Was? Kaisa? Du hast Kaisa gefunden? Er ist als nächstes dran, aber ich brauche wohl deine Hilfe wegen seiner Sicherheitsprotokolle. Das
Das stimmt. Die brauchst du. Wer auch immer dir diese Spuren gab, ist bestens informiert. Wie ist es dir denn gelungen, sie zu finden? Nee, das kann ich nicht sagen. Ich mache einfach einen guten Job. Nein, du vollbringst wahre Wunder. Kaisa wiederzuhaben, eröffnet uns viele neue Möglichkeiten, in Zukunft mit den Terromorphs fertig zu werden. Aber wenn er die ganze Zeit allein da draußen war, wirst du etwas Bestimmtes brauchen. Komm schon. Wir haben viele Fortschritte dabei gemacht, hier alles in Gang zu bringen. Einige der Sicherheitskammern... Gut, gut. Wir müssen einen kleinen Break einlegen. Deshalb sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.